Hallihallo und herzlich willkommen zum 8. Dezember Videotürchen. Mein Name ist Eagle26, heute geht es weiter mit der Geschenkebox. Wir haben noch einige Spiele vor uns. Ich habe mal wieder eins mit der Wetterprognose. Und ich werde die Wetterprognose darauf jetzt nicht vorlesen, weil das ist auch ein bisschen her, ne? Und ja, wir schauen uns das jetzt mal an. Was ist dieses Mal unter dem... Ich kann auf jeden Fall mal so viel sagen, das gibt durchgezockt heute. Auf welches ich mich eigentlich durchs ganze Projekt gefreut habe. Und zwar ist es ein uraltes Spiel. Wie könnte es auch anders sein auf dem Gamerspiel? Es ist ein Klassiker. Super Mario Land. Es ist ein bisschen dunkel bei euch. Tut mir leid. Es ist auf jeden Fall Super Mario Land. Wir schlingen das rein. Und ich hoffe, ich versage nicht. Oh, das sieht richtig gut aus. Da muss mal wieder durchgepustet werden. Wir wechseln mal schnell das Spielmodul. Also, das funktioniert schon. Keine Angst. Mal richtig rauspusten da. Das sieht schon etwas besser aus. Wir spielen Super Mario Land. Durch, ich hoffe. Yeah, woo, und Pilz. Wow, das ist so ein cooles Spiel. Ich liebe es. Wir gehen mal hier runter und sammeln die Münzen. Ich darf mir nicht ganz zu siegessicher sein, aber ich spiele es halt wirklich wahnsinnig gern. Und das ist halt in einer kleinen Zeit von 20 Minuten, 30 Minuten durchgezockt. Es ist einfach so. Und das wäre bereits das zweite durchgezockt. Ihr seht schon, ich weiß, wo sich die Ware befindet, die Leben und so. Also dieses Spiel ist halt wirklich gern. Es ist wirklich auch eine mega Kindheitserinnerung. Vor allem der Soundtrack ist halt richtig Bombe. Und ein ganz cooler Fact ist eigentlich, dass dieses Spiel nicht von Shigeru Miyamoto ist, sondern vom, ich glaube, es ist vom Zelda-Macher. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Zack, und durchs Level rennen. Oder vom Metroid-Macher, es könnte auch sein. Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall nicht aus Shigeru Miyamotos Socken. Nein, nicht Socken, aber ihr wisst, was ich meine. Wir befinden uns über der Zeitanzeige. Und ja... Gehen Sie ins zweite Level. Gut, drei Leben, genau das wollte ich auch. Wir brauchen eine Lebensversicherung. Um wirklich sicher zu gehen. Die Donut-Ebene. Wenn das wirklich die Donut-Ebenen sind, das weiß man nicht. Eine Blume brauchen wir eigentlich nicht. Goomba! Du bist kein Goomba, du auch nicht. Da-da-da. Ich glaube, ich habe nach diesem durchgezockt wieder ein Ohrwurm drin. Ja. Volltrottel. Hier unten ist doch ein Leben. Genau. Ich hab's noch im Kopf. Scheiße. Nein, ich muss noch 8 Münzen sammeln, dann habe ich wieder ein Leben. Kann ich das Leben jetzt eigentlich nochmals holen? Das ist ja da gewesen. Ja, ich kann es nochmal holen. Sehr schön. Also wir könnten hier jetzt auch Life Farming par excellence durchführen. Aber... Also ich habe jetzt schon einen Lebensgewinn gemacht. Das finde ich gut. Ich blamiere mich gerade ein bisschen. Für das, dass ich das Spiel eigentlich so gut kann... Fliege ich momentan ein bisschen viel nach unten. So, das hat sich schon deutlich besser angefühlt. Ich wusste auch gar nicht, dass das wirklich geht, dass man dort volle Pulle durch kann. Dass man das überlebt. Aber ich bin auch ein Spieler, der bei Mario den Daumen auf der B-Taste lässt. Also das hier. Den kann ich einfach nicht loslassen. Und ihr seht schon, das Ende ist immer ein bisschen anders. Und es wird sich dementsprechend schwieriger gestalten in späteren Levels.
Wir kommen in die Welt 1-3. Das ist ein Leben, das ist okay. Wir sind bereits in der letzten Welt, im letzten Level dieser Welt. Ihr habt richtig gehört, dieses Spiel hat leider nur, also das heißt leider, ich meine, es gehört einfach zum Spiel. Es sind drei Welten, die dieses Spiel hat. Und, also besser gesagt, ich verhaspel mich momentan, das ist nicht normal. Jede Welt hat drei Level. Und das ist halt ziemlich untypisch für Mario, das wisst ihr alle. Wir gehen hier hoch. Eine Rakete, die wir uns zur Beschriftung bringt und hier einen kleinen Münzraum bringt. Gut. Wir haben wieder 57 Münzen. Wir könnten uns hier durchbuggen können wir uns nicht, oder? Ich glaube nicht. Naja, ich brauche höchstens noch eine Blume. Aber die gibt's hier vorne. Die Blume. Und glaube ich hier. Nein, hier. Nein, hier auch nicht. Hier ist sie. Niu. Friss. Und auch das. Jetzt bringen wir den Löwen um. Oder auch nicht. Eigentlich könnte man den Löwen abknallen. Gibt es extra Punkte für. Aber wenn man es nicht schafft, muss man einfach den Juwel berühren, wenn es ein Juwel ist. Oder ein Schlüssel oder was auch immer. Ein Korkenöffner. Ein Bieröffner. Wie auch immer. Thank you, Mario. Oh, Daisy. Ja, ihr liest auch hier richtig. Es ist nicht Peach, es ist Daisy. Wieso auch immer es hier Daisy ist. Es ist nicht mal Pauline. Es ist Daisy. Daisy. Ein weiteres Leben. Ich habe auch einfach gedrückt, ohne zu gucken. Man kann es recht gut steuern. Und jetzt dieser Soundtrack. Das ist halt der großartige Soundtrack von einem Super Mario Land. Ich muss mal gucken, hier unten gibt es, glaube ich, einen Pilz. Und den hätte ich gerne. Der ist er. Ah, lass mich durch. Wir haben den Pilz eingesammelt. Und direkt eine Blume. Ja, ich rushe wirklich gerade etwas durch. Ich bin auch gerade in Fahrt. Und den Stern. Nicht erwischt. Naja, was soll's. Ah. Naja. Huch. Hier geht's auch nach unten. Der ist etwas fies, wenn man es nicht weiß, wo es ist. Dann ist nämlich ein versteckter Block. Ja. Da habe ich mich am Anfang dumm und dämlich gesucht. Ach, ich finde den Soundtrack so genial. So genial. Wie gesagt, ich werde bestimmt einen Ohrwurm haben. Wenn ihr einen Ohrwurm habt, dann tut es mir schrecklich leid. Ach, scheiße, Mann. Schlecht spielen. Hier nochmal das gleiche Ende. Das, was wir schon hatten. Kennen wir schon. Aber ich frage mich ja immer, wie Mario auf der Zeit stehen bleiben kann. Der kann einfach auf der Zeit stehen bleiben. Welt 2-1 ist Geschichte. Jetzt schon. Drei Leben. 14 Leben. So viel Leben hatte ich schon lange nicht mehr. Weiter geht's. Hier ist ein Pilz. Pilz. Ein Mushroom. Komm, Mario. Wir müssen unseren Bruder retten. Luigi. Obwohl hier eigentlich Daisy gerettet wird. Naja. Ein Roboter. Hier ist irgendwo ein Stern. Ich glaube, er war hier vorne. Hier war er irgendwo. Ja, hier war er. Okay, das war jetzt ein komischer Soundtrack. Rush. Nein! Ich bin noch nie so weit mit dem Stern gekommen, aber wir sind hier direkt vor dem Ziel eigentlich. Hier ist der Block auf der anderen Seite. Fies, oder? Und ins Ziel. Und hier ist das Ziel. Ich weiß nicht, wieso, dass man hier... Hier ist der Schluss ziemlich anders.
ein bisschen Geschicklichkeit an den Tag legen. Und wo sind wir? Wir sind nicht im Ziel. Das bleibt ein Geheimnis des Mario-Universums. Wir werden es nie erfahren. Niemals. Eine Blume. Gar nicht so dumm für das letzte Level dieser Welt. Und zwar einem U-Boot-Level. Das Spiel hat so faustdick hinter den Ohren. Ich hatte es gerade gar nicht mehr im Kopf. Ich meine, so bringt uns die Blume sowieso nichts. Wir können hier in diesem U-Boot so oder so schießen. Und es ist so krass, was dieses Spiel an Abwechslung an den Tag legt. Ich glaube, da kann sich mancher Gameboy-Spieler eine große Scheibe abschneiden. Mega gut, mega gut. Jeder, der dieses Spiel noch nicht gespielt hat, soll sofort auf ricardo.ch, ebay.de, ebay.ch und soll sich sofort dieses Spiel zulegen, am besten mit einem Original-Gameboy. Dann geht's richtig ab. Also das Spiel erhält man recht günstig eigentlich, also das sollte überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile sogar auf dem 3DS erschienen ist, ich glaube. Könnte sein, Virtual Console 3DS, ich bin mir nicht sicher, ich bin da nicht so informiert. Und schau mal, was hier steht. Schau mal, was hier steht. Ein M, ein A, ein R, ein I, ein O, ein Mario. Wir sind Cheerleaders und leben. Wir haben genügend Leben. Ich glaube, wir müssen keine Befürchtungen haben. Hier. Mist. Meistens schaffe ich's. Meistens schaffe ich's. Meistens. Das ist aber nicht immer. Ja, es hätte nicht mehr viel gefehlt. Und ihr seht auch, die Checkpoints sind mega fair gesetzt. Also ich bin jetzt wirklich nicht weit zurück transportiert geworden. Nein, ich wurde nicht weit zurück transportiert. Aber auch das klingt falsch, aber ihr wisst, was ich meine. Wir fahren uns jetzt mit unserem U-Boot hier rein. Hier ist natürlich plötzlich kein Wasser mehr. Thank you, Mario. Oh, Daisy. Eine Tintenfisch. Die Daisy wurde zu einem Tintenfisch. Daisy! Eine Blume. Können wir brauchen. Jetzt sind wir leider wieder beim Original-Soundtrack. Hätte ich mir fast ein bisschen... Ja, es passt auf jeden Fall zu Stage, so ist es nicht. Und es ist halt ein Norwurm. Ja, es ist ein Norwurm. Man kann es nicht unterschlagen dem Spiel. Es ist mega Ohrwurm. Aber es wäre schon cool, wenn es noch einen neuen Soundtrack gegeben hätte. Aber unser Highlight, unsere Sound-Highlights kommen auf jeden Fall noch. Das kann ich euch soweit schon mal versprechen. Es gibt zwei Sound-Highlights, also Stücke, die Mega-Highlights sind. Und das nächste ist bereits in den nächsten... drei Welten, glaube ich. Drei Level weiter. Wenn ich besser spielen könnte, wäre ich eher da. Aber das besser spielen bleibt momentan aus. Ich kann mich natürlich jetzt rausreden und sagen, ich habe das Spiel schon ewig nicht mehr gespielt, doch das würde mir nichts helfen. Geronimo! Geronimo! Ein Pilz! Gut, bin ich jetzt klein? Nein, ich bin groß. Ah. Oh, fies. Oh, zwei so Volltrottel. Bei dir geht's nach unten und ihr seht mega viele Münzen. Also an Münzen wurde überhaupt nicht gegeizt. Könnte auch ein Super Mario, wie heißt's? New Super Mario Brothers 2 sein, das mit der gelben Hülle. Oder goldenen Hülle. Wie ihr wollt. Jo, und wir sind im Endspurt dieses Levels. Wir sind auf rollenden Steinen und müssen uns nicht bewegen. Das kann auch nur Mario.
Wir stehen mit dem kleinen Zeh auf dem Stein. Und jetzt kürzen wir ab. Zack. Diesen Stein ist jetzt eigentlich nicht ganz so wichtig. Aber wenn man es von Anfang an packt, hat man halt dementsprechend leichter. Ich bin bis jetzt in jedem Level oben gelangt. Nach oben gelangt. Alter, mein Deutsch heute extrem schlecht. Heute am 8. Dezember. Hier gibt es eigentlich auch ein Geheimnis, müsste aber groß sein. Cool. Der Pilz ist weg. Wo hat mich jetzt diese Spinne berührt, bitteschön? Kann ich den Pilz nochmal holen? Ja, kann ich. Oder nein, kann ich nicht. Hier kann ich direkt drüber springen, oder? Genau, saubere Sache. Hier ist ein Pilz drin. So schnell bin ich durch dieses Level noch nie gekommen. Früher bin ich immer in diesem Level hängen geblieben hier. Das war für mich eine richtige Schwierigkeit, es zu meistern. Ich weiß nicht warum. Es hatte früher auch den Anschein, dass es mega gruselig ist. Also dieses Level ist schon mit den Spinnen und mit den anderen Spinnen, wenn es überhaupt Spinnen sind. Das war so, ich fand das früher gruselig. Heute nicht. Heute natürlich nicht mehr so. Aber dennoch, es hat schon seinen Charme, ne? Okay, jetzt muss ich eh ein bisschen aufpassen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Man kann einfach alles überspringen. Wieso nicht? Wieso nicht? Ich hoffe, ich kriege ein paar Leben mehr. Au. Ich habe bestimmt das Knacken in meinen Füßen gehört. Ein Leben. Naja. Jetzt sind wir im Tempel. Des dritten Levels oder des Schlosses. Nicht den Hampelmann in der Luft spielen. Aber ich spiele auch viel zu riskant. Ich weiß nicht, ich habe gar keine Eile. Eigentlich. Naja, springen wir direkt drüber. Komm, was soll der Reiz? So. Hier können wir nämlich rein. Kann ich noch ein, zwei Leben holen. Ein Leben kriege ich noch, oder? Danke, das reicht. Und hier ist ein Pilz drin. Yeah, Pilz! Woo! Und weiter. Hier oben ist, glaube ich, ein Stern. Ein Herzchen. Leben. Jump! Das ist so eine Special Stage, bei der ich mich immer gefragt habe, was sie eigentlich soll. Mit den drei Stacheln dort. Man kann also gut sterben. Der versteckte Block ist auch etwas mies. Hier braucht man ein bisschen Geschick, was ich gerade nicht habe. Natürlich ist mein Pilz weg. Hier hat es doch einen drin, oder? Keinen drin. Nein, keinen drin. Die Münzen lassen wir dort. Ich habe keinen Bock, mein Leben jetzt zu riskieren wegen den paar Münzen. Wir müssen hier runter. Hier hoch. Und hier wieder nach unten. Boah, das war knapp. Alter. Jetzt sind wir im Tempel. Vermutlich ist es der Wassertempel. Ach, scheiße. Nein. Der Sandtempel. Ich kenne mich da im Zelda-Universum nicht ganz so aus. Ich habe nur Ocarina of Time bisher durchgespielt. Und das war's. Kein Wind Waker oder so, wirklich. Hoppa. Dieser Boss kapiere ich bis heute nicht ganz. Man müsste, also ich kapiere ihn schon, aber man müsste die Fässer nehmen, im richtigen Abstand warten, aufs nächste Fass springen und dann über ihn hinweg springen auf und dann auf den Rubin, auf den Schlüssel, auf den Korkenzieher oder auf den Flaschenöffner. Und jetzt erwartet euch ein richtiges Highlight von diesem Spiel. Der nächste Soundtrack ist
so epic. Das, also vor allem, ja, das und das allerletzte Stück. Na, Mist, die Blume wäre richtig cool gewesen. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Naja, es ist war nicht hier. So. Jetzt habt ihr den Soundtrack noch nicht gehört, aber ihr werdet es direkt hören. Wollt ihr noch die Münzen haben? Eine chinesisch angehauchte Welt mit passendem Soundtrack, der mal Oberbombe ist. So. Hier oben hätte es was. Vielleicht komme ich noch hin. Naja, so nicht. Hier ist nämlich ein Stern. Aber der Stern bringt halt nur halbwegs was. War zwar überhaupt nicht schlecht jetzt gerade. Durchrushen! Also es... Ihr seht schon. Also ich finde das Spiel auch nicht wirklich schwierig. Aber wie gesagt, ich habe das Spiel auch einige Male gespielt. Von daher... Es kommt eine ganze Armada. Das ist auch lustig. Ich renne wirklich gerade durch das Spiel durch. Aber ich habe auch gerade richtig Bock darauf. Das ist cool. Das sowas finde ich schön, wenn man solche Spieler hervorhört und dann einfach mal wieder loszockt. Und einfach mal wieder Gas gibt. Das ist geil. Zweitletzte Level. Ich glaube, hier können wir auch wieder rein. Nein, hier nicht. Hier nicht. Das schwierigste Level hier in diesem Spiel. Meiner Meinung nach. Da, hier, seht ihr. Schaut mal diese vielen Münzen. Das wäre jetzt so cool mit einer Feuerblume. Wir können alle Münzen holen. Leider habe ich aber keine Feuerblume. Das heißt, ich muss mich etwas beschränken und diese Münzen hier oben liegen lassen. Leider. Aber wir haben genügend Leben eigentlich. Von daher sollte es kein Problem sein. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, das ist okay. Alter, wieso, dass ich da nicht gestorben bin? Ich weiß es nicht. Alter. Okay, hier bin ich gestorben. Wenn man hier einmal stirbt, dann hat man es direkt etwas einfacher. Den Pilz nehme ich mit. Weiter. Zack. Alter, wie ich durchrushe. Das war scheiße, aber es war auch vom Timing her richtig bescheuert. Wir sind, glaube ich, schon am... Langsam aber sicher am Ende des Levels. Und das nächste Level ist auch noch so eine Überraschung des Spiels. So. Aber ich kann auf jeden Fall jetzt schon mal sagen, in jedem Level den oberen Eingang benutzt. In jedem Level den Bonuseingang erwischt. Richtig, richtig cool. Ein Leben für das letzte Level dieses Spiels. Ja, es hat nur 4 Welten und... Wir fliegen mit dem Flugzeug. Wir waren in einem U-Boot unterwegs und jetzt sind wir plötzlich in einem Flugzeug unterwegs. Das ist so genial. Dieses Level ist aber auch nicht besonders schwierig. Dennoch, es macht so Bock, mit dem Flugzeug hier rumzufliegen. Ich glaube, das hat man ja bisher nur in Mario Kart 8 und 7, wo man mit einer Art Flugzeug rumfliegen kann. Ansonsten darf man mit Mario nur am Boden bleiben. Ja gut, okay, man kann in Super Mario 64 mit der Flügelkappe rumfliegen, aber das ist irgendwie nicht dasselbe. Mein Leben! Ja, ich habe das Leben nicht erwischt. Das war es irgendwie nicht wert. Die hat irgendwo noch ein Leben. Hier, Asenleben. Ich wollte kein Leben sagen, ein Stern, meine Güte. Ich suche noch einen Pilz. Ich vermisse einen Pilz. Hier ist er. Hier ist der Pilz. Die
Gegner sind auch total cool. Also diese Flugzeuge, diese Hühner oder dieser Vögel oder wie auch immer. Hier gibt es die letzte Münzen-Ansammlung in diesem Spiel. Aber man erwischt... Also ich wüsste nicht, wie man hier alle erwischen sollte. Hier gibt es jetzt einen kleinen Parcours, der etwas fies ist, wenn man es nicht weiß. Das ist nichts Großes. Aber man muss, wenn man zu spät merkt, dass es zu weit hinten fliegt, könnte es eng werden. Es könnte eng werden, es muss aber nicht eng werden. So, und wir sind langsam, aber sicher am Ende. Riesige Hände kommen hier raus. Und... die Wolke. Und jetzt der Endboss. Als ob das nicht genug gewesen wäre, diese Wolke. Ich treffe ihn gerade irgendwie überhaupt nicht. Das war's. Das war's in 26 Minuten. Ich würde sagen, nicht schlecht. Jetzt müsst ihr euch den genialen Soundtrack da gleich anhören. Oh, Daisy! Daisy! Thank you, Mario! Your quest is over. Jetzt kommt ein Soundtrack, der mir... ein Leben dort oben. Der mir Tage hängen... Tage im Kopf bleiben wird. Nicht der hier, sondern der hier jetzt. Was bleibt mir zu diesem Spiel übrig zu sagen? Außer, dass es kurz ist, aber... ich glaube, früher hatte man trotzdem seinen Spaß damit, auch heute noch. Ich spiele das Spiel so gern. Ich kriege eine Gänsehaut. Ich finde es so cool. Das ist ein Kindheitsspiel von mir, persönlich. Und ich liebe es. Ganz ehrlich, ich liebe es. Ich würde es um nix... für nix hergeben. Ich würde es für nix hergeben. Ganz ehrlich. Sound. Ha Tanaka. Ach, ich liebe es. Da, 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 da. Es ist bestimmt nicht 100% synchron. Dann habt ihr es halt jetzt gehört, dass es nicht 100% synchron ist. Special thanks to Taki. Izushi Nagata. Izushi. Izushi Nagata. Nijizawa Kano. Vielen Dank, ihr lieben Leute, für dieses geniale Spiel. Wunderbar. So geil. So geil. Man fühlt sich direkt 20 Jahre jünger fast. Richtig cool. Liebe Leute, das war's. Das zweite Durchgezockt in diesem Kalender ist beendet. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns wieder am 9. Dezember. Euer Eagle26.